Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Ja, in der letzten Folge ist mehr oder weniger die Hölle ausgebrochen. Diese komischen Dämonen haben die Stadt, unser Dorf, das ist ein Dorf, oder? Boah, Entschuldigung, unser Dorf überrannt und ja, Lafayette ist weg und wir suchen den und rennen vor diesen Viechern weg. Und hier ist nur ein Weg, den wir gehen können. Also gehen wir mal da hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sieht schon mal nicht gut aus. Wir wissen noch, was in der letzten. Oh Gott. Wir wissen noch, was in der letzten Nacht passiert ist. Also ja, bitte nicht. Oh, was das angeht. Was? Katzte, この場所で地獄の蓋が開いた。そして今夜、救世の力が復活する。ライフセットの命を生贄にして。何を言ってるの？Dann wird er jetzt auch aufgespießt. Ja, sieht fast so aus. しなさい。それは世界への捧げ物だ。なんで？Genau, da habe ich mir auch gedacht. 絶対に助からない。嘘だ、嘘だ、嘘だ。やはりお前は感情に従うのだ。Hast du ihre Hand abgeschnitten? Oh. Jetzt sieht unsere Hand so aus. Oder der ganze Arm. Okay. Mal Szenar waren, ey.
Bin ich gerade gesehen, was mit euren Kollegen passiert ist? Mein Gott. Ja, die zerstören wir voll. Habe ich so ein Gefühl. Übrigens eine Woche her, seit ich gespielt habe, deswegen. Ja, die machen wir locker fertig. Dann habe ich bei dem ganz schönen Cliffhanger aufgehört letztens. Tut mir leid. Ja, ich habe irgendwie Kong gesehen, dass die Sachen so passieren. Dann hat der Kleine stirbt. Dass wir dann irgendwann das hier bekommen. Ja, so überraschend kam das jetzt nicht so. Das war jetzt zugeben. Ja, die haben wir vollkommen zerstört. Jetzt bist du dran. Was? Ich bin übrigens vollkommen verwirrt gerade, ne? Nur damit das wisst. Okay. Ah, sind wir da unten. Oder ist das nicht in diesem... Oh, hallo, danke. Ich dachte, wir werden... in diesem Loch drinne nach den ganzen Ereignissen, aber das sah jetzt nicht so aus. Ich spiele auf schwer im Moment, höchsten Schwierigkeitsgrad, also Okay, ich dachte die ganze Zeit, wir wären in diesem Höllenloch da gewesen. Nur wieder ein weiterer Beweis, dass ich das Spiel nicht kenne. Ja, übrigens, falls ich der Bad kriege, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und den Kanal auch weiterhelfen. Dankeschön. Irgendwann muss ich das ja mal sagen, aber ist so viel abgegangen gerade. Müssen nämlich mal an dieser Geist, den Arthur sehen konnte.
の男はどこにいる？まずは試さねばなりません。教える価値があるかどうかを。Okay. Mit L und R kannst du dich schnell zum Ziel bewegen. Achso, ja. Hab ich doch. Warte mal, okay, ist mit Karten. Liebe Leila. Ich drücke den ganz. Soll ich damit ausweichen oder was? Hallo, noch weiter. Ich weiß, wie schnell Schritte funktionieren. Scheint sie auch nicht kaputt hauen zu können. Drück L ein, den linken Analogstick rein. So, ich muss einen ausweichen, okay, boah. Boah, führst du einen Schnellschritt aus. Die Funktion Schnellschritte verbraucht ein wenig SG, blablabla. Wenn du Schnellschritte ausführst, vor einem Gegner angreift, fügt der Angriff nur einen Schaden zu und du stellst etwas SG wieder her. Was? Seelen können erscheinen. Ah, okay. Jetzt soll ich dich fertig machen, ne? Jetzt gehen wir wieder normal. Das ist mein Angriff. Ich habe nicht einen Angriff. Also eine Art. Ja. Okay. Ich kämpfe wie Leila aus Hysteria. Mit Karten. Okay, ich verstehe. Der Kreis zeigt an, wo dann einschlagen wir und ich muss da ausweichen ihn an. Ich will leider nichts damit treffen, habe ich so Gefühl. Ich kann bis jetzt noch nicht viel machen, außer normal angreifen, also mache ich das auch. Ich habe so hier. Sind das eigentlich Seraphen? Ein bisschen habe ich jetzt wieder so eingeholt vom Wissen aus Tales of Hysteria. Habe ich mal nie einige Elemente aus Hysteria vorkommen. Und was ist ein Malak? Sind das Seraphen? まずこの3年間に起こったことからお話ししましょう。今世界には多数の大魔師が存在し、組織だってゴーマに対抗を。いえ、アルトリウスはどこだ？ミッドガンド領にある王都ローグレスにいらっしゃいます。知らなくてよいのですか？あの夜見たものが何なのか。あの夜、あの方がなされた儀式を境に世界は変わりました。多数の精霊が降臨し、それを従えた大魔師たちがゴーマの反乱を食い止めたのです。今や大魔師の組織聖霊を率いるあの方は、王国からも民衆からも絶大な信頼を得ています。人を守る盾にしてゴーマを狩る剣、救世主アルトリウス・コールブランドとして。ライフィセットを犠牲にして得た力でしょう。ですがまだ完全ではありません。今なら殺すことができます。
Da komme ich ins Spiel. いいわ。誰が何を考えようが、私はアルトリウスを殺す。それだけ。首輝は断ち切りました。急ぎましょう。 Okay. Level up. Glazier des Wunderkinds. Ausrüstung. Hält die Fähigkeit eine zufällige Fertigkeit auslösen, die... eine verborgene Arzt, Verteidigung, Artverteidigung, alles wie ein Sesteria, alles klar. Kriegsarzt. Werwitz-Kampffertigkeit. Okay, Kriegsarzt. Flinke Tritte, verborgene Arzt, hinterhältige Stiche. Velvets schnelle Kriegsart mit verborgenen Art zu vergessen, ist eine zuverlässige Taktik, aber die elementare Attribute ihrer verborgenen Art eignen sich hervorragend zum Eröffnen von Kombos. Okay, bist du jetzt? Nein. Mein Gott. Das Bild. Was von ihren Klamotten noch übrig ist, meine Güte. Ja, ich kann nichts machen hier. So, ist da unten noch irgendwas? Meine Güte, guck ich auch mal von ihr nur noch übrig ist, meine Güte. Ich darf da nicht so hingucken. Bin doch ein Gentleman hier, ne? Okay, öffnen, da ist auch irgendwie ein Topf. Kann ich den untersuchen? Nein, okay, dann gehe ich wieder. Kann ich nicht wieder schließen? Okay. Okay, da ist aber was. Stimmt, hier wird alles glänzend markiert. Wie gesagt, ist eine Woche her, seit ich wieder aufgenommen habe. Vielleicht nicht der beste Zeitpunkt. Weil jetzt irgendwie die AA am Dampfen gewesen ist. In den letzten paar Minuten. War ein richtiges... Wie nennt man es doch? Ein richtiger Cliffhanger. So. Jetzt haben wir noch nichts. So, kommen wir nach draußen direkt. Wir müssen euch flüchten, ne? Okay. Seid jetzt eine Entschuldigung dafür gewesen, dass ich keine verborgene Arzt hier einsetzen konnte, oder wie? Warum da vorne, ne? Wo ist hier da vorne, ey? Wir müssen ja noch einen ganzen Gang hier entlang gehen, habe ich so ein Gefühl. Ist das? Ja, ich habe nur so ein glazites Wunderkind bekommen. Nee, Ceres hat irgendwie. ゴーラン、なぜこんなところに。私には大きすぎる。いいのですか？ゴーランは機体の名刀ですが、どんなにすごくても使いこなせなきゃ意味がない。なんか、ich wollte schon sagen, da ein paar neue Klamotten gehört. Hi. Ich will mein Sparring Partner werden. Oh, die Tour ist sogar hier ausgezeichnet. Ja, jetzt habe ich das Ding in der Schneide. Da sollte ich verborgenen Arzt wahrscheinlich im ersten Slot immer haben, wenn ich die ausrüste. Aua. Ich habe gemerkt, sie war nicht wirklich Mitglied der Truppe.
あの方の精霊ではない。Sind wir dann Freunde? 船の用意は。ここが島だとご存知だったのですね。ええ。凶悪犯を集めた監獄島ってことも、ゴーマが大勢収監されてることも、エサが命乞いしながら教えてくれたわ。港は島の表と裏に一つずつ。私の船は島の裏手につけてあります。了解。裏の港ね。Von ihrer Persönlichkeit ist überhaupt nichts mehr übrig, so von ihrer vorherigen. Das ist sie nur noch kalt. Okay. Jetzt haben sie extra für diese 5 Minuten von vorhin hier so ein anderes Bild gemacht, ne? Und jetzt haben wir hier wieder ein neues Bild. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, wie das nächstes Art, okay? Wie das Ausrüstungsdingen aussieht hier. Als sie noch so aussah. So. Sonnige Kämpferin. Dämonische Duellantin. Okay. Das sind Titel. Lerne ich so neue Sachen. Weil das Schlafen mit graziösen Tritten. Ach, eindrücken. Ein Geübten Schwert am Blutdruck gefärbt zu haben. Boah, ist jetzt ein Kacke 5. 5 von 10, was? Ich frage mich aber, was diese ganzen Fähigkeiten sind. Da ist das eine Ding, was ich bekommen habe. Wutstil, okay. Das zieht das Wunderkind. Ausgerechnet die Fähigkeit, eine zufällige Fähigkeit auslösen, die. Die 6 Basiswerte erhöht. Okay. Habe ich noch die Klamotten alle? Am liebsten würde ich ja so mit ihr rumlaufen, weil ich so finde, ich sieht sie besser aus. Weil das mal erstmal so. Gut, dann weiter. Wir müssen ja gegen ein paar Leute kämpfen noch auf dem Weg nach draußen. Jemand Speicherpunkt. Da schwebt irgendwas in der Luft. Da kann man nicht hin. Okay. Hier schwach, man scheint nicht genutzt zu werden. Ich muss weiter. Ja, tun wir noch ein paar Minuten hier spielen. Und dann. Ich dachte, da steht jetzt Abfall, aber Abfall stand da. Okay. Ja, wir kommen nicht aus einem Dorf namens Abfall. So, was ist das? Ja, eigentlich liegt es an mir, aber okay. Außer das Schwert, das ich gerade weggeworfen habe. Eins, okay. Guck mal, was da oben ist. Bitte keine lange Cutscene oder so. Kann auch wenn schon ein bisschen weiter spielen hier. Ich habe einen Grund, warum ich die nicht einsammeln sollte. Hallo, ich bin ich. Ja,
何者かが島に入り込んだらしい。全タイマシは2体に分かれ、表門と裏門に集合せよ。了解。これで袋のネズミですね。ハハハ。やばい。毒がネズミとは限らん。Und da das gehört, an den kommt niemand vorbei. Die sind lustig. Außer dieses Schwert. Das habe ich nicht mitgenommen. Habe ich das überhaupt mitgenommen? Ich glaube nicht, ne? Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier schon mal. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen. Und wenn euch Part gefallen hat, dann hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sage ich Tschüss. Bis zur nächsten Folge.